Einen wunderschönen guten Morgen hier zum neuen YouTube-Video. Freue mich, dass ihr dabei seid. Es ist ein Tag nach Weihnachten. Gestern war der zweite Weihnachtsfeiertag. Und ich bin abends noch losgefahren, habe mein Auto gepackt und bin gestartet in Berlin. Und bin tatsächlich bis Österreich durchgefahren. Ich bin hier in der Nähe vom Walchsee, also im Kaisergebirge. Und habe jetzt hier eine Nacht im Auto geschlafen. Es ist richtig, richtig warm. Hier am 27. Dezember. Es liegt auch gar kein Schnee. Erstaunlicherweise. Zu Hause bin ich bei strahlend Sonnenschein minus 10 Grad losgefahren. Ja, jetzt will ich eine Freundin in Walchsee besuchen. Die ist dort in ihrer Ferienwohnung. Und danach sollte es eigentlich weitergehen zum Mittelmeer nach La Spezia. Ich wollte ein bisschen Sonne tanken. Jetzt hat mich aber eine andere Freundin überredet, ich soll zu ihr nach Südtirol kommen. Also lasst euch überraschen, wie es weitergeht. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ansonsten lasst uns starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video! Das ist übrigens ein Fitnesspfad. Hier sind immer so Übungen angezeichnet und ja. Gerade ein Eichhörnchen entdeckt. Dort sitzt es. Oh, das ist schnell. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Tatsächlich brechen doch die Wolken jetzt auf und man sieht hier Berge. Ich habe mir erstmal ein leckeres Frühstück gegönnt und die Sonne scheint inzwischen. I've changed for the better this time. Ich bin jetzt in Kössen angekommen und hier geht gleich eine Schneeschuhtour hoch und daran nehme ich jetzt teil. Heutzutage geht man halt eigentlich nur mehr aus Erholungszwecken spazieren damit. Von der Technik her ist es relativ einfach zum Lernen. Man sagt, in 2 Sekunden könnt ihr es im Prinzip. Ja? So schnell geht das, ja? So schneller lernt man keine Sportart. Schauen wir uns aber bei jedem an, ich helfe euch dann beim Anziehen, bringen wir aber hin. Was brauchen wir noch? Ich möchte umkehren, wenn ich Schwierigkeiten mache. Wir gehen jetzt 4 Kilometer. Es werden nur wenige Höhenmeter sein, weil es ist ein Kurs für Anfänger. Es war der einzige, den es hier heute gab und da ich ja auf der Durchreise bin, ist es mir egal. Ich nehme einfach alles mit, was Spaß macht. Der Schnee ist schon etwas älter. Das war ein ebenes Feld. Vor 8 Jahren war in Kösten ein großes Hochwasser. Da ist ja halb Kösten abgesoffen. Und was ist da passiert? Die Ache ist da vorne aus dem Ufer gekommen. Ich sag, das war eben, ist da durch. Beim Gasthof Südwert, da ist hinten rein und vorne bei der Gaststube wieder raus das Wasser. Hat das nicht mehr passiert, haben wir diesen Hügel da gemacht. Das sieht man jetzt ein bisschen höher. Also jetzt kann das Wasser nicht mehr da rein, ich muss los. I strive just to say I'm alright.
And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Jetzt geht's hier über den Bach weiter. Dabei ist eine Elbe, aber Pfanne ist so ähnlich, würde ich dann sagen. Ja? Rechts raus. Bisschen links heute noch. Vier rechts rausgehen. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny. Dankeschön. Ja. Prost. Prost. Ja, ich muss ja mal ein Kompliment machen. Ich war heute die beste Gruppe, was ich gehabt habe. Das ist eine andere Frage. Ich war zum Besten. Prost. Einen wunderschönen guten Morgen aus Walchsee. Ich habe bei einer Freundin übernachtet. Sie ist heute abgereist und ich gehe jetzt noch eine Runde um den See, bevor ich auch weiter Richtung Südtirol fahre. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Da schwimmt ein Fisch. Ich wollte mal probieren, ob die Eisfläche schon hält. Oh, eher nicht. Oh, da ist ein größerer Fisch. Aber der See ist glasklar. Ich bin jetzt an der gegenüberliegenden Seite und dort seht ihr den Ort Walchsee. Dort waren wir eben und jetzt sind wir einmal hier drumherum gelaufen. Und dort hinten ist Kössen. Sieht jetzt ein bisschen regnerisch aus. Mal sehen, wie das mit dem Wetter weitergeht und ob ich weiterfahre heute oder ob ich noch eine Nacht hier bleibe. Denn morgen muss ich in Südtirol sein. Diese Wolke da über den See sieht so magisch aus. So, jetzt bin ich für eine Brotzeit eingekehrt und zwar hier ins Café-Restaurant Fröschberger Hof. Hier in Österreich ist es so, dass man sich hier immer registrieren muss. Man muss einfach den Code scannen und kann dann per WhatsApp sich registrieren. Jetzt fängt es an zu regnen. Das heißt für mich auch Abschied nehmen. Und mit diesem schönen Ausblick will ich mich aus Walchsee verabschieden. Das ist die Unterkunft, wo ich heute Nacht geschlafen habe. Ich habe heute Nacht nicht in Venna geschlafen, aber die nächste Nacht werde ich wieder in Venna verbringen und es mir richtig gemütlich machen. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Südtirol, wo ich mit Freunden Silvester feiern werde. Also bis später! So, ein nächstes Teilstück auf unserer Strecke ist geschafft. Ich bin in Innsbruck. 99% der Leute, die mir bei Instagram auch folgen, haben richtig geraten. Es ist Innsbruck. Und schaut mal, wie schön es da aussieht. Wartet mal, ich drehe mal um. Das ist so schön weihnachtlich geschmückt hier alles. Ja, ich war schon so oft hier über Silvester in Innsbruck. Nur letztes Jahr ging es nicht, weil ich nicht über die Grenze konnte. Ich verlinke euch mal hier eines der Videos. Könnt da gern mal stöbern. Ich werde auch nur eine Nacht hier bleiben, denn morgen geht es weiter nach Südtirol.
Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Da hinten ist übrigens das goldene Dache. Zum Abendbrot gibt's heute einen Kartoffelpuffer mit Sauerrahm to go. Ich liege jetzt hier völlig K.O. im Auto von der ganzen Lauferei heute. Aber es hat voll Spaß gemacht. Ich mag Innsbruck total und ja, komme jedes Jahr wieder gerne her. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, einfach unten auf Abonnieren klicken. Bis bald!